Die Musik. Das sind wir. Ein Evoli. Ein Evoli Level 8 oder 9. Wir hatten in der letzten Session wirklich Nostalgie kam durch. Ein unfassbar schönes Spiel. Taxa, danke dir vielmals für 5 verschenkte Subs. Und das ist unser Kollege Anton. Morgen, lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Echt jetzt? Das ist die Basis von... Bro, ich habe gerade GHG gelesen. Ich dachte gerade, was passiert hier? Ja, unser Retterteam heißt GH gerettet. Echt jetzt? Das ist die Basis von diesem Team. GH gerettet. Oh! Ich erinnere mich. Oh. Hier ist absolut nichts. Tote Hose. Echt trostlos. Findet ihr nicht geradezu deprimierend? Welches Retterteam hat schon so eine Bruchbude als Basis? Wie uncool. Wie gemein. Was wollt ihr? Ah. Oh, seht mal. Ein Briefkasten. Hätte ich in so einem Loch nicht erwartet. Weg von meinem Briefkasten! Los, sieh nach, was drin ist! Ey, sag mal, tickt ihr noch mal ganz richtig? Volltreffer, wenn das mal keine Rettungsaufträge sind! Haha, entzückend. Steck sie alle ein. Hey, bei euch piept's wohl, die waren für uns bestimmt. Also, Anton, ich will den Retalk nicht dazwischen reden oder so, aber ich kann halt Gengar legit nicht einen Hit mit meinen ganzen Normalattacken drücken. Ah, wobei, ich hab Biss. Nevermind, ja, Finger weg! Pah, ist doch egal, wer den Job macht. Hauptsache ist doch, dass er gemacht wird. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, damit ihr es wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Oh, das ist nicht gut. Kleiner Side-Fact, Rettern heißt rückwärts Natter und Arbok heißt Cobra rückwärts. Als Retterteam kann man sich so gut wie alles leisten, keiner muckt auf. Das ist unser Trick, mehr Schein als Sein, aber das bleibt unser Geheimnis. Bro, er quatscht alles aus. Uns geht es nur um eins, die Weltherrschaft. Bro, also, Taxa, danke dir für die 10 versteckten Subs. Real Talk? Cooler Spruch. Vielen lieben Dank, Taxa, für 10 versteckte Subs. Basti, danke auch für 14 Monate. Wie bitte? Die Weltherrschaft? Habe ich mich da gerade verhört? Nein, du hast schon richtig gehört. Deshalb scheffeln wir ordentlich Zaster und vergrößern laufend unsere Bande. Bald gehört die Welt uns. Zaster. Und wisst ihr, wie wir uns nennen? Team Übel. Der Name ist Programm. Wir sind das böseste und durchtriebenste Team weit und breit. Bis bald, ihr Dummköpp, ihr Dumpfbacken. Hey, wartet! Weg sind sie. Was für Ekelpakete. Und der Briefkasten ist leer. Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Das rechte Twix, danke dir. Oh? Flap, flap. Da hatten wir Glück im Unglück. Pilipper hat uns neue Post gebracht. Wenigstens können wir so weitere Pokémon retten. Aber diese Typen. Das nächste Mal lasse ich sie nicht so leicht davonkommen. Yippie! Yippie! Es gibt noch Arbeit! Und wir müssen abchecken, was wir jetzt hier bekommen haben. Finde Freunde mit dem Knuddeluff-Orb. Ja, nee, danke. Großer Apfel gesucht. In der seltsamen Höhle.
Ist etwas, wenn du hungrig bist. Ja, danke dir. Yippie! Das ist der schönste Tag in meinem Leben. So, 4.500. Wir haben echt viel Geld mittlerweile, fast 5k. Aber wir gucken mal ganz kurz, ob wir in der seltsamen Höhle noch mehr Aufträge bekommen können. Denn hier hinten haben wir immer noch auf dem Infobrett ein paar mehr. Seltsame Höhle. Mini-Belebersam und einen großen Apfel. Doppelten großen Apfel auf U2, U4. Zack, zack, machen wir. Claro Kissi. Und dementsprechend machen wir uns auf die Reise. Denn es geht nicht nur hier drum, in der Stadt rum zu cruisen und rumzureisen. Sondern, das ist der zweite und vielleicht entscheidendere Part von diesem Game. Oh, super Gegner. Es geht eben auch um die Dungeons, die Mystery Dungeons. Und wir gehen jetzt dafür in die Seltsamhöhle mit unserem Teammitglied Magnetilo. Das ist das Squad. I like it. Und auf geht's. Nein, kein Doppelapfel. So, wir müssen aber hier schon auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen halt wirklich gut drauf aufpassen. Weil hier können gegnerische Pokémon schon echt sehr stark sein. So, wir suchen jetzt halt immer wieder eine Treppe. Oh, sehr gut. Top Ether, das sind alles halt auch Items, die wir dringend brauchen. Terminator, danke für den 8 Monate Resub. Bin wieder da, Basti hatte Internetprobleme. Alles gut, mein Bester. Ja, willkommen zurück. Haben wir extra auf dich gewartet, kurz. Ampelleuchte. Alter, was hat denn da gerade für ein Damage reingedrückt? Piekser, aua! Nee, ich brauche nichts. I'm good. Und wir gehen auf die U2. Smooky Wookie, danke dir für den 11 Monate Resub. Mini Belebersam. Aber haben wir jetzt auch schon einen Mini Belebersam? Ich glaube ja, ne? Ich spiele das Ganze auf der Switch. Das Spiel auf 100% zu spielen, das wird sehr lange dauern. Nein, wir werden auf jeden Fall die Story durchspielen. Das ist der Main Part. Irgendwie ist das ein bisschen lauter als beim letzten Mal, ne? Kann das sein? Jim, danke dir für 16 Monate. Ich habe 60 Euro für das Game ausgegeben. Also es war schon gut teuer. Schlafsam. Factus. Factix. Danke dir für den Prime Sub. Ja, Pokémon Games sind halt immer schon ziemlich teuer. Was soll ich sagen? Aber dafür eben auch halt sehr, sehr gute Spiele. Hat kann Evil keine anderen Attacken auf Level 9? Doch schon, aber es ist halt, warte. Jungs, wie lange braucht ihr denn da? Bro, wie lange braucht ihr dafür das Ratzfratz? Oh, das ist noch ein Taubsi. So, schnapp dir mal eine Beere. Haha. So, ich bin mir sicher, dass der Mini-Belebersam, der liegt halt sogar vor ihm. Mann, Nidoran.
Also ernsthaft. Nein, wir bleiben noch im Dungeon drin. Gehen aber jetzt schnell nach oben. Denn wir sollten nicht zu viel Zeit hiermit verschwenden. So, Attacken. Ja, hier seht ihr, by the way, wir haben noch andere Attacken. Ey, wir machen aber echt nicht so viel Damage. Ja, wobei, Pipi hat aber auch krasse Death-Werte, glaube ich, ne? Hap. So, kampfunfähiges Pokémon. Wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern. Nassmacher. Ja, Pipi ist sehr tanky. Knackleon will anscheinend mitkommen. Okay, aber das ist jetzt nur für die Quest. Wir haben jetzt keinen Knackleon im Team, oder? Nein, ach so. Drücke X, um das Menü zu öffnen und wähle Teaminfo, um einzusehen, welche Camps du benötigst. Camps, die du noch nicht erschlossen hast, sind rot markiert. Mit dem Item Knuddeluff Orb kannst du auch in Dungeons Camps erschließen. Hä, aber Knackleon ist ja ultra das geile Teammitglied, oder? Weil Libeldra ist ja eigentlich auch super stark. Hä, wie gut, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Wo muss ich jetzt hin? Also, ein Knuddeluff-Orb ist ja dann unfassbar viel wert, ne? Camp erschließen. Oh, und das kostet Geld. Was brauchte ich nochmal? Irgendeine Wüste, ne? War es Treibsandwüste? Ja, da steht's auch. Okay, aber dann haben wir jetzt zu wenig Geld. Warte, ist das Item jetzt weg? Ja, moin, GG. Das heißt, ich muss im Dungeon 900 Euro holen. Oh mein Gott, das heißt, wir können Knackleon nicht rekrutieren, ne? Also ist es für solche Situationen eigentlich sehr, sehr gut, immer, warte mal, ist das sehr selten, dass... Also ist das sehr selten, dass... Ist das sehr selten, dass man ein Pokémon rekrutieren kann? Weil dann geht uns ja jetzt hier was richtig Krasses flöten, oder? Kommt öfter vor.
Nolex, danke für die Motte. Ja, weil ich mich dann, also ich ärgere mich jetzt halt ein bisschen schon. Weil ich hätte halt sehr gerne Knacklung im Team. Magnetilo laufen. Ja, das Geld werde ich niemals zusammenbekommen. Ich habe 113. Das ist viel zu wenig. Also, ganz kurze Frage. Es wird keine Möglichkeit geben, Dings irgendwie zu heilen, ne? Alter, was geht denn hier ab? Alright, sehr gut. Okay, ihr wisst es auch nicht. Ich stelle euch gerade so viele Fragen die ganze Zeit. Aber so genau wissen es, glaube ich, die meisten ja auch nicht. Tobi, danke dir für 14 Monate. Oh mein Gott, ich habe jetzt auch den Apfel nicht dabei. Ich dachte. Warum früher geweint? Weil das Game eine richtig, richtig krasse Story hat. Und in den Orb geht es nicht mehr, müsste es den halt finden, ja. Ich hätte mir das eventuell sparen können mit dem Orb. Ich habe ja gerade noch alles eingelagert. Ah, ist das ärgerlich. Jungs, Support bitte. Alright, dann kriegt nochmal Dings den großen Apfel. Let's go! Hab immer einen Flea-Orb, Knuddeluff-Orb und einen Apfel dabei. Okay. Nein, nicht verlassen. Oh, erstmal am Pennen. Ich kann Attacken auch auswählen, aber wenn ich einfach nur A drücke, passiert einfach eine random. Einfach eine random Attacke. Härtner. Also Anton und Magnetilo haben AP auf 0, aber da geht es doch nur um deren Main-Attacke, oder? Da muss ich muss ihnen dann eigentlich eine andere zuweisen. Anton auf die 10! Ich kann denen doch andere Attacken so zuordnen, oder? Teaminfo. Genau. Aber wenn da der grüne Haken drin ist, dann machen die dann machen sie die ja alle. Oder ist das richtig? Sorry, ich knall euch jetzt so mit Fragen zu, aber es ist sozusagen einfach nur die primäre Attacke, also die Main-Attacke, die er
halt wenn immer nutzen würde. Aquaknarres hat Range, genau. Gib mal eine Beere. Nein, nicht verwenden. Du hast gerade ein Goldband bekommen, ist sehr gut für Geld. Oh, das muss ich einem umgeben oder was? Und dann kriegen wir immer mehr Geld. Ein goldglänzendes Band, das sich im Laden teuer verkaufen lässt. Oh, geil. Driss, danke für 4 Monate. Alter, 2.500 bringt das. Geil. Aufpassen, Anton! Let's go! Marvin, danke dir vielmals. So, und jetzt haben wir hier den letzten Auftrag. Mirabla braucht aber auch einen großen Apfel. Da liegt jetzt tatsächlich keiner. Aber vielleicht da unten. Geld. Geld. Man kann auch einschätzen, dass die Pokémon einfach selbst auch erkunden und so. Okay, ja, ich glaube, momentan ist es besser, wenn wir selber auch immer das große Squad so dabei haben. Meint es wäre schlauer jetzt, also, wofür braucht man primär auch das Geld? Ich glaube, am schlauesten ist doch eigentlich das Geld also Geld zu nutzen, um jetzt einfach schon eine Menge Gebiete auch freizuschalten, oder? Ja, dann sollten wir das doch am besten nutzen, dass wir uns gleich mal das Geld abbuchen, was wir haben und einfach schon ein paar Gebiete freilegen. Ich kann mir vorstellen, dass das smart ist, dann kannst du maybe mehrere Gebiete freischalten und musst das dann in den Dungeons nicht mehr machen. Ja, eben. Ich würde jetzt auf jeden Fall die Wüste freischalten für die Zukunft. Okay, sehr gut. Den Apfel gibt es dann zu 100% hier auch. Mir hat auf jeden Fall Schlob nicht so gefallen. Zelda habe ich nie gespielt. Ich habe da wirklich keinerlei Berührungspunkte. Ich glaube euch, dass das halt ein sehr, sehr gutes Game ist, aber habe ich halt wesentlich wenig zu tun. Alright, wir sind auf die 10. Und Mirabla. Oh, was macht ihr, Leute? So, kriegt ihr auch den Apfel? Ein paar Items sollte man im Shop daily kaufen. Belebersamen, Apfel und ein paar weitere, falls sie gerade vorhanden sind. Aber am Anfang nicht so wichtig. Und halt Gebiete. Also sind sie auch immer nur in der Anzahl limitiert. Was ist eigentlich, wenn ein Pokémon wirklich stirbt? Dann bin ich gehe ich einfach nur, habe ich einen Blackout, ne?
Ein höherer Level. Seit dem neuen müssen alle down sein. Okay, krass. So, ich meine noch gar nicht die Treppe. So, oh nein, da unten haben wir sie. Basti bekommt Hunger. Oh oh, Bro, das ist ein Boss-Pokémon. Verlassen. Yes. Ja, leider können wir Knackleon nicht behalten. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Knackleon niederlassen könnte. Ja, wir kriegen jetzt wahrscheinlich... Oh, doppelter Mini-Belebersamen und 50 Punkte. Aber das war schon sonst auch so, oder? Ja. Okay, aber nice. Wir werden im Rang aufsteigen. Ja, ich weiß. Also die Skillkurve steigt hier sehr schnell. Das finde ich aber auch sehr gut. Das Spiel ist schwer. Das ist ein schwieriges Pokémon-Game. Ich finde es auch gut, dass man nicht so schnell levelt. Aber erstmal Normalrang. Verfügbare Plätze im Camp. Anzahl annehmbarer Aufträge. Zusammenstellbarer Teams. Kapazität der Sammelbox. Okay. Und oha. Genauigkeitsbrause. Top-Elixier. Peachen, danke dir auch für 27 Worte. Und hier kriegen wir AP-Brause. Explosionsstürmband. Geil. Ja, sehr geil. Dann sind wir schon im Rang sogar, ja, aufgestiegen. Ihr habt gesehen, jetzt hat sich der Balken weniger gefüllt mit 50. Und wir machen einmal Feierabend. Morgen, Basti, lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Basti, Anton. Huch, wer ist das? Oh nein. Wenn das mal nicht Raupi ist, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Bitte, bitte helft meinem Freund. Was ist denn passiert? Also mein Freund Saftkorn und ich haben im Wald zusammen Verstecken gespielt. Und da muss er sich irgendwie verlaufen haben. Der Arme irrt jetzt bestimmt immer noch ganz allein im Wald umher. Drachenkarriere, danke dir. Nein, 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 das klingt ja gar nicht gut. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Ist das etwa... Das ist Gengar. Nicht schon wieder! Nur keine Angst, wir sind hier, um deinen Kumpel Saftkorn zu retten. Raupi hatte uns um Hilfe gebeten. Glaubt ihr Amateure wirklich, ihr hättet auch nur die geringste Chance? Wie bitte? Wer hier jemanden rettet, spielt keine Rolle. Es kommt nur darauf an, dass der Retter am Ende der als Held dasteht. Hör mal, Raupi, was hältst du hiervon? Wie wär's, wenn du einfach dem Team die Belohnung gibst, dass dein Freund zuerst zu dir zurückbringt? Aber ich hab doch gar kein Geld. Oh nein. Ach man, dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Deine Mama wird uns später bestimmt eine angemessene Belohnung zahlen. Ach und, du kannst sogar unserem Team beitreten. So ein Angebot kannst du doch unmöglich widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, mache ich dich bei Team Übel zu einer echt großen Nummer. Also abgemacht, Anton. Wer Raupis Kumpel zuerst rettet, gewinnt. Los Leute, suchen wir den Bengel. Mach dir keine Sorgen, wir retten deinen Freund. Basti, beeilen wir uns schnell. So, also wir verkaufen jetzt erstmal unser Goldband.
Und zwar 2.500 Euro. Ich habe sogar 2 davon. Also die Safecall verkaufen. Story kenne ich ein bisschen, aber ich würde sie ganz gerne wieder full erleben. So, kann ich denn Top Aether? Okay, die sind immer limitiert, die Items zum Kaufen. Ja, Mini-Belebersamen, glaube ich, immer kaufen, wenn man es sieht. So, dann kaufen wir bei Knuddeluff. So, das sind die Pokémon, die wir auch schon haben. Dann erschließen wir uns auf jeden Fall erst einmal die Treibsandwüste. Almedin, danke dir für 18 Monate. Tada! Was wäre noch was interessant? Also, was wäre noch ein gutes Gebiet, was wir vielleicht jetzt direkt erschließen sollten? Ich meine, wir haben echt erst wenig Pokémon ja auch so herausgefunden. Wildwucherwald, da könnten wir Pinsir. Disziplinberg, maybe für Kampf. Ich glaube, Savanne ist vielleicht ganz clever. Drachenzornhöhle. Magnetmine. Ja, wir warten mal ab. Das klingt mir zu aufregend. So, was haben wir denn alles so dabei? Viel Äther. Können wir mal 2 so wegpacken. Ja, Sinnelbeere. Boah, haben wir echt nicht mehr so viele. Ich würde am Anfang Gebiete holen, die viele Fragezeichen dazu haben, weil ein Gebiet, wo nur 3 Pokémon sein können. Ja, ich verstehe. Gib die Beere! Okay, aber wo müssen wir für den Raupi-Auftrag jetzt eigentlich hin? Wissen wir das? I mean, in den Wald, oder? Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt leider kein Knuddeluff-Orb. Das finde ich halt schade. Finsterforst. Okay, was Neues.
Knuddeluff Orbs findet man auch einfach random oder kann man auch ab und zu kaufen. Man mich ärgert das, dass ich halt mit so wenig Geld das Ding einfach eingesetzt habe. Da wären wir. Safcon hat sich in diesem Wald verlaufen. Gengars Bande hat bestimmt einen Vorsprung. Wir beeilen uns besser. Alright, ich bin gespannt, was wir hier so finden. Hier gibt es auf jeden Fall Wasser. Und einen Mogelbaum. Kommen wir da eventuell... Stark. Warum hat uns Mogelbaum nicht angegriffen? Hab's gef... Alter! Ja, zum Glück haben wir die Beere. Ich brauche jetzt ganz dringend eine Aquaknarre. Alter. Der sammelt für Hyperstrahl. Bro, du trollst, oder? Alter, ein Quiekel, wie cool. Ja, super stark. Ah, er ist auch Boden. True. Aber würde ich bei der Quest jetzt auch Safcon hellblau markiert bekommen? Hier gibt es halt nur Mogelbaum. Ein kampfunfähiges Pokémon. Ein Pfiffchen! Boah, Pfiffchen wäre auch cool fürs Team. Ich hab keinen Apfel dabei? Okay. Ja, wir können nicht helfen. Bro, wir brauchen dringend einen Apfel. Warum gibt es nur die Stöcker? Myrapla! Ja, ich hätte jetzt ziemlich sicherlich halt einen Apfel gefunden noch, ne? Aber ja. Bro, was hat Myrapla getankt? Standy, danke dir für 14 Monate. Dankeschön. Ich sehe schon gleich, by the way, kommen, dass ich sterbe. Und dann, Bro, ich habe das erste Mal in einem Dungeon viel Geld dabei. Einmal in einem Dungeon viel Geld dabei. Habt ihr nicht vorhin geschrieben, so ein Floras OP? Bro, Ampelleuchte ist so geil, ne? Bro, er rennt weg! Haltet ihn!
Bro, was tanken die? Okay, Leute, wir brauchen einen Apfel. Ganz, ganz dringend. Was ist das für ein Item da? Der heilt sich andauernd. Ey, Geld ist cool. Okay. Kampfunfähiges Pokémon, was ist denn das? Ah, das ist der Wumpel, ne? Ey, Leute, wir brauchen Essen. Wann Magby? Oh. Ich glaube, unsere Chance, hier, also hier lebendig rauszukommen, ist gerade nicht so hoch. Weil ich bin am Pennen. Boah, man konnte... Das Essen konnte sich dann verderben lassen durch Fallen. Alter, das ist tough. Digga. Ja, wir sind tot. Oh mein Gott, jetzt The Lonely Warrior. The Lonely Warrior. Ja, Bro. Wie soll ich denn das machen? Ich habe einmal viel Geld dabei. Ein einziges Mal viel Geld. Digga. Ich bin ja so schlau. Ich kann über Wasser laufen. Ich muss wieder den Samen essen. Boah, wieso Level 11? Müssen wir. Wir brauchen Support. Das hilft uns. Weil dann haben wir noch jemanden, der uns ein bisschen noch halt Damage pullen kann.
Mugby. Das ist halt wirklich ein Mugby. Santon, danke dir vielmals für den 14. Resub. Ey, freue mich, dass du am Start bist. Danke dir. Bro, ey, es tut mir leid, ne, aber ich lasse halt Visor so. Boah, ich habe ihn so gedroppt. Alright, Big Apple. Mann! Mann! Aquaknarre! Big Apple. Und jetzt weiter. Wieso gehst du nicht weiter? Aufgrund des Apfels. Oh mein Gott, ein Fukano! Oh mein Gott, ich würde... Oh nein, 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 nein. Ja? Level 13? Will anscheinend mitkommen. Ja! Bitte bleib bei mir, ich brauche Hilfe! Und ich habe kein Camp für Fukano! Apfel wasted? Naja, ich brauche halt ne, ich brauche aber jemanden, der mir hilft. Digga, jetzt scheppert's aber richtig, ne? Digga, Kokowai? Geradax. Digga, Fukano macht richtig Dampf. Bro, wie ich mich hier am Leben lang hangel, ne? Digga, was ist denn da los? Sonflora. Bro, Fukano macht... Also, Fukano carried mich so hardcore. Könnte ich einen... Boah, Fukano im Team wäre so passend. Wir brauchen halt dringend Feuer eigentlich. Ey, Fukano, ich brauche jetzt echt dringend Support. Oh mein Gott, ja. Okay, jetzt wollen aber echt viele unserem Team joinen, ne? Das ist schon sehr, sehr gut. Wechselbartergefühle. Also für mich war ich in meinen Verhältnissen, ich war schon lange raus. Ich dachte, ich bin lange down. Boah, die Items muss ich mitnehmen. Wie viele. Digga, diese vier Dinger da unten machen mir schon Angst.
Was ist das für ein Squad auf einem Haufen? Warum sind da so vier rote Dinger auf einem Spot? Bro! Ja, Bro, vier Lüdibar. Okay, also das Spiel ist ja wirklich sehr, sehr schwer. Okay, aber kriegen wir. Damage geht noch. Let's go! Levelaufstieg! Anton! Ey, Fukano wäre so geil fürs Team, Mann. Der ist auch Level 13. So, Ebene 10. Alter. Kokowai. Ey, ich wäre ohne Fukano so am... Ich habe auf jeden Fall ganz große Probleme. Na, also hier halt ein Feuer-Pokémon. Ein Feuer-Pokémon hier in diesem Dungeon ist halt mehr als sinnvoll. Okay, erstmal die beiden. Hurra! Ich habe so Angst vor Kokowai. Bro, aber wie cool wäre ein Kokowai im Team. Leute, wenn ich hier lebendig rauskomme, wir holen uns auf jeden Fall die Ebene gleich mal für Fukano. Mann, Bro, wo ist Safcon? Mein Herz macht das nicht mehr mit, ey. Ja, kampfunfähiges Pokémon. Alles schön und gut, aber... Kann ich jetzt auch nichts machen. Bro, Ebene 11. Wo ist Safcon? Wo ist denn Safcon mit Raupi bitte hingegangen? Bro, immer noch nicht? Auf welche Ebene sind sie denn chillen, also spielen gegangen? Boah, so ein Flora. So ein Flora muss jetzt halt ein bisschen carryen. Sehr gut. Geld. Das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Ich frage mich, ob wir Safcon weiter vorne finden. Nein. Bitte nicht. Dreimal dürft ihr raten, wer Safcon zuerst findet. Wir natürlich. Ich bin untröstlich. Aber für euch ist hier Endstation. Wie? Was? Hey, Gengar. Wieso suchst du immer Streit mit uns?
Hast du das etwa schon vergessen? Wir wollen doch die Weltherrschaft. Raupis Mama wird uns reich belohnen und Raupi wird das Team beitreten. Das bringt uns zu unserem Ziel näher. Und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir ja echt leid, aber hier endet euer Abenteuer. Auf Nimmerwiedersehen. Bro, nein! Oh mein Gott. Okay, aber wir sind... Oh mein Gott, wir sind Full Squad. Fünfer Squad. Fünfer Squad gegen Gengar. Ah, ich bin Enton. Sehr gut, Fukano. Bro, der Damage geht aber. Bro, das ist aber einfach ein Gengar. Okay, ich muss dringend mit einem Biss gegen Gengar rein. Vamos! 18 Damage. So, Flora, nimm die Beere. Den schnappen wir uns. Nachtnebel. Oh nein. Ist die Attacke jetzt wirklich gesperrt? Okay, wichtig. Sehr gut, Enton. Wir haben ihn gleich. Sehr gut. Bro. Retalk. Wir machen also clean. Enton down, ja, nevermind. Okay, sehr wichtig. Ja, let's go. Nur noch Gengar. Ich habe aber... Ich habe keine Attacke, mit der ich Gengar halt damagen kann. Come on. Ich glaube, wir haben eine super Position. Super Position. Let's go! Alter, ist das gut gezockt. Aua! Das werdet ihr bereuen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Let's go! Bro, wir verlieren unser Geld nicht. Endlich sind wir diese Nervensäge los. Jetzt müssen wir nur noch Safcon finden. Entschuldigung. Sucht ihr vielleicht nach mir? Du musst Safcon sein. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raupi ist schon ganz krank vor Sorge. Hurra! Ich hatte Angst, also habe ich mich hier versteckt, meinen Panzer gehärtet und gewartet. Danke. Yippie! Yippie, yippie! Geil, alle Aufträge durch. Och, Mano, Fukano hat uns so gecarried. So, unsere Flora auch nicht? Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich freue mich so, dich zu sehen. Enton, Basti, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Leider habe ich kein Geld, um euch zu bezahlen. Oh, das ist schon in Ordnung. Wir wollen doch gar keine Belohnung. Hauptsache ist doch, dass Safcon gesund und munter zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Wenn ich groß bin, will ich auch mal ein Retterteam beitreten. Achso, ein Flora wurde besiegt, never mind. Was für eine Begeisterung. Du wirst sicherlich mein guter Retter. Mir kommt da eine Idee. Basti, was hältst du von diesem Ort hier? Warum errichten wir nicht gleich hier eine eindrucksvolle Basis für unser Team? Wie cool, eine Basis. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch, ich auch. Abgemacht. Lass uns hier eine richtige Basis für unser Retterteam bauen. Basti, Enton, nochmals vielen Dank. Keine Ursache, macht's gut und passt auf euch auf. Verdient haben wir zwar nichts, aber was will man machen?
Dafür haben wir Gengar gezeigt, dass er mit uns nicht umspringen kann, wie er will. Aber jetzt bin ich echt müde. Lass uns morgen... Ja, schlafen. Gute Nacht. Am nächsten Morgen. Oh, ich bin so happy, dass wir kein Geld verloren haben. Ich hatte, glaube ich, 5k oder so dabei. Das war echt gut gerettet mit den Items. Morgen, Basti. Geben wir auch heute wieder unser Bestes. Hallo? Nanu, wer könnte das sein? Ist er das Retterteam GH gerettet? Ja, korrekt. Moment, bist du nicht? Bitte helft meinem Freund, bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, für Lau arbeiten wir nicht, kapiert. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Ich erinnere mich an dich. Voll die krasse Rückblende. Du bist doch das Papunga vom Pokémon-Platz neulich. Das Team von Tangolust hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt. Allerdings ist Tangolust, er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Was sagst du da? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt, doch obwohl dichte Wolken am Himmel hängen, weht nicht ein leisestes Lüftchen. Nicht meine Brise. Das ist aber seltsam. Mit seinen Blätterfächern kann Tangolus starke Winde entfachen. Ich dachte, so ein starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tangolus ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Auftrag gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mehr als 1000 Worte, Basti. Damit ist das beschlossene Sache. Wir werden sie suchen gehen. Wirklich vielen Dank. Aber sicher doch, du kannst auf uns zählen. Nehmen wir es in Angriff, Basti. Vamos! Nächster Auftrag, easy going. Wir gucken erstmal, was haben wir heute mal wieder im Shop. Dass wir das ein oder andere wichtige Item mal mitnehmen können. Das sind immer wieder andere. Schlafsamen, einen Apfel nehmen wir auf jeden Fall mit. Easy going. Und dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal auch ans Lager und gucken, was wir vielleicht nochmal an Beeren und so mitnehmen können. Nehmen wir mal einen Apfel mit. Nochmal ein paar Beeren. Vielleicht nehmen wir uns noch so einen Helfer-Orb mitzunehmen, ist eigentlich ganz clever, oder? Volks, danke dir. Ja, ich habe auch erst vor kurzem erfahren, dass es halt ein Remake gibt. Deswegen halt unfassbar geil. Ja. True Banana Boy, danke für 44 Monate und Tsunako, danke für 7 Monate. Ein bisschen mehr Leveln für den nächsten Dungeon. Ich glaube, es macht eigentlich gerade so sehr... Also ich finde, es macht sehr viel Spaß, weil es halt echt auch schwer ist. Glutebene. Boah, Glutebene klingt halt nur nach Feuer-Pokémon, aber... Boah, ich würde es halt sehr schön finden. Es kostet auch nur 700, machen wir. Wo wäre denn Sichlor gewesen? Wo wäre denn zum Beispiel sowas wie Sichlor? Oder Kokowai? Kokowai, Dschungel? Sichlor, Wildwucherwald. Schlurp hätten wir sogar schon. Elekid auch.
Also Wildwucher noch für sich, Lore. Ja, machen wir mal. Ich überlege, ob wir nochmal in den Dungeon gehen sollen. Was sagt ihr? Also in dem wir jetzt gerade waren. Und eventuell nochmal das ein oder andere Pokémon rekrutieren könnten. Ich glaube, das machen wir. Hier ist eine Fliege. Stillklamm. Oh, auch interessant. Aber gehen wir mal in den Finsterforst. Mit einem Bossmonster. Super Gegner. Geld auf die Bank, oder? Oh ja, du hast recht. Boah, ich finde das richtig, richtig gut, dass das Spiel schwer ist. Also, dass wir halt richtig gestruggelt haben. Auch vorhin in der Situation. Boah, das ist so satisfying, dass wir safe, also genau 8k haben. Alright, ich bin sehr gespannt. Boah, ich lieb's. Es macht so viel Spaß. Es ist so ein gutes Spiel. Ach ja. Ja, Georg, das ist so ein bisschen... Das ist mir schon fast ein bisschen zu... krass so auf... Metagaming. Also, ich will jetzt gar nicht mit großen Tricksereien jetzt hier anfangen. Ja, das Spiel war damals auch brutal schwer. Also als Kind ist auch sehr merkwürdig. Also, das heißt merkwürdig, aber als Kind hast du halt auch große Probleme mit Pokémon-Games manchmal. Aber ich erinnere mich wirklich, das hat mich sehr gechallenged. Fand ich aber gut, weil du dich dann noch umso mehr über manche Erfolge halt... Ja, du hast dich halt richtig gefreut über manche Erfolge. Man kann, also ich kann auch, rein theoretisch könnte ich hier Shinies wirklich, oh mein Gott, das. Digga, ich wurde am ersten Pokémon, einem Myrapla, besiegt. Ja, läuft ja richtig gut. Ja, die Pokémon entwickeln sich auch. Fängt schon mal richtig gut an. Ja, aber ich finde es mit Enton eigentlich ganz geil, dass ich auf das Wasser gehen kann, weil ich glaube, ich kann mich damit hier eigentlich ganz gut schützen. Oh mein Gott, aber Porenta ist cool. Würde ich Porenta einen Apfel geben? Bro, wir haben mich abcampt. Thank you.
Der Magnetilo lässt mich auch gerade ein bisschen hängen, ne? Was ist denn hier? Oh, Bro! Oh, mein... So, Nidoran weiblich. Ist das für die Quest? Ich glaube ja, ne? Floraschutz! Ich glaube, bei Evoli und Enton würde ich neu starten. Nein, ich glaube, das kann schon ein gutes Team sein. Oh, stark. Digga. Ich muss vor diesen Absorbern so krass aufpassen. Kein guter Dungeon für Enton. Ja. Nicht der Beste. Danke, Magnetilo. Wichtig. Lord, danke dir für deinen Prime-Sub. Okay, da haben wir Wampel. Wo Handcam in Spielen, wo ich mit Controller spiele, immer meistens aus, weil es jetzt keinen, also es bietet halt keinen Mehrwert. Ja. Sind wir mal wieder alleine mit Enton? Chillig, hier ist ein Beleber. Ne, Schlafsamen, never mind. Mann, bitte hau doch ab. Trapped. Bitte erstarr. Bro, also wirklich diese Sonflora-Ebene ist ja das Schrecklichste. Nee, bitte rettet mich. Ah, das ergibt keinen Sinn. Ah, das ist das Online-Ding. Ja, das ergibt keinen Sinn. Ja, löschen wir den Spielstand. Thank you.
Skip, danke dir. Ich habe Items verloren? Was? Man verliert alle Items? Alle? Alle Items weg? Ich bin Geld auf Null und alle Items. Boah. Also das ist krass. Ich find's aber auch irgendwo gut. Ich find's gut, dass es echt sehr schwer ist. Okay, aber wir gehen wieder in den Dungeon. Ich will halt wieder versuchen, Fukano zu bekommen. Alter. Mann, wir haben die ganzen Dings verloren. Digga, so ein Flora. So ein Florat reingeknallt. Ja, aber man muss auch dazu sagen, Evoli ist einfach First Fight einfach down gegangen. Bin mir by the way nicht sicher, ob Fukano nochmals erschöpftes Pokémon auftaucht. Ja, okay, aber ich glaube, es ist. Ich würde es einfach mal gucken. Habe ich gerade was Komisches gesagt? Achso, ich muss nochmal. Da kommt echt kein Fukano. Belohnung Goldband. Ja, das machen wir aber. Auf Ebene 2 einen Apfel bringen. Ja, Bro, das machen wir schnell. Okay, wo wollte ich jetzt hin? Finsterforst, ne? Wieso fahren alle auf Fukano ab? Nein, geht jetzt gar nicht so krass um Fukano. Ja, okay, Bro. Jackpot. Hä, aber wie viele Items? Junge, guck mal, wie die looten. Nochmal ein großer Apfel. Und Geld. Take it. Yippie!
Ist jetzt zu spät, aber da war eine Illusionshöhle mit Sanduhr. Glaube, die sollte man auch aufsuchen, wenn sie erscheint. Okay. Soll ich aus dem Dungeon rausgehen? Ich sag ja. Nee. Ja, moin, verklickt. Ach, Digga. Ja, beste Leben, Alter. Ja, da muss ich jetzt um mein Leben jetzt hier wieder tryharden. Da kommt. Schlafsam auch nochmal gut. Aber, also, weil Vulcano da einmal als rekrutierbares Pokémon so lag, heißt das, dass es jetzt nie wieder dort so liegen kann. Random. Sind halt random, okay. Okay, sehr gut. So ein Flora gleich wieder weg. Flora-Schutz. Ich habe tatsächlich Enton mir selber ausgewählt. Ich wollte Enton haben. Ich finde es eigentlich sehr cool mit Enton. Hä, hatten wir zwei Aufträge noch? Genau, Enton war auch beim Auslosen, aber bin ich ja auch ehrlich, ich wollte dann auch Enton ehrlich gesagt einfach haben. Mann. So eine Quest in den Ampharos-Boss. Oha, für Rucksack-Typ ja unfassbar. Aber warum kommt so ein Flora jetzt nicht nach vorne? Du musst gutes Movement lernen. Ja. Wegen Verwurzler. Oh mein Gott. Check. Sorry. Ja, dann ist dumm. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass man mit Verwurzler... Es ergibt natürlich Sinn, aber dass das halt dann so ist. Okay, soll ich den Dungeon jetzt leaven? Thank you.
Ja, besser ist. Lass uns lieber nochmal. Wir können ja. Wir machen es einfach nochmal. Alle Items jetzt erstmal dingsen. Einlagern und dann gehen wir wieder rein. Der geht halt bis 13. Das ist schon risky. Jeder sagt nein, er lief. Es ist entscheidend, was Stolli ihm schreibt. Stolli sagt ja, das ist die Stimme Vernunft in meinem Kopf. Und vor allem kriegen wir halt hier einfach mal das Goldband für 2.500. Ja, das ist sehr gut. Okay, das Goldband können wir ja noch auch... Oh, wir haben Post. Oh, Intensivtickets, geil. Oh, da gibt's auch ein Goldband. Im Stahlberg. Ja, müssen wir uns auch holen. Ah, war das vorhin noch ein angenommener Auftrag vom, vom Briefkasten, maybe? Flea Orb. Okay, wichtig. Müssen wir mitnehmen. Beleber. Beere. Der Pfeister. Späte Stunde, Junge. Okay, dann nehmen wir das Goldband wieder mit. So, einlagern. Ja, wir haben jetzt sehr viele Großäpfel dabei. Einer reicht. Ey, die Spiele sind unfassbar gut. Okay, das ist vier Belebersamen zu viel. Es war gerade Stahlberg, ne? Wo wir jetzt das Goldband holen können. Mit der Rettung haben wir es noch nicht so dringend anscheinend. Okay, nochmal einen Apfel, cool. Okay, dann gehen wir nochmal zum Stahlberg und machen da mal alles. Kauf neue Rettercamps. Was kann es im Stahlberg geben? Ja, Verzeihung. Halt Kleinstein. Hm. Danke, Leute. Wir gucken einfach mal. Illusionshöhle. Also soll ich da hingehen? Ist die immer nur begrenzt da? Nehmen wir erstmal das Squad. Ja, also die Sanduhr sagt es mir auch irgendwie.
Machen wir erstmal das hier. Let's go, Stahlberg. Die Aufträge bleiben ja okay. Frozen, danke dir für 71 Morte. Die Session hier heute wird nicht für Part 2 reichen. Ich glaube, wir müssen, da muss ich nochmal ein weiteres Mal aufnehmen. Nur so als kleine Side-Info für dich. Part 1 morgen. Ja, eigentlich gerne. Nur ich habe noch kein Thumbnail. Aber ich glaube, ich nehme als. Ich glaube, das Thumbnail, das Artwork-Ding dann vielleicht mit einarbeiten. We will see. Im Stahlberg kann Tarnel sein. Ja, das habe ich mir auch vorhin gedacht. Aber. Ja. Die sind jetzt hier nicht so ein hohes Level, ne? Belebersamen. Boah, aber hier Rabauts würde ich auch cool finden. Mal gucken, wir werden ja sehen, was unser nächstes Teammitglied sein wird. Zickzack. Okay, Nidoran. Meditation. Aber das Spiel ist echt gut gemacht, auch so mit diesen, mit der Diagonalausrichtung und so. Ich mag's. Ich habe sehr viel Spaß. Ich glaube, das könnte ein Spiel sein, was ich offstream jetzt normalerweise richtig, richtig lange grinden könnte. Weil, ich finde das sehr, sehr, also ich finde es wirklich, es klingt paradox, aber ich finde es gut, dass wir gerade alle Items und das gesamte Geld verloren haben. Weil dadurch ist es halt wirklich schwierig und du musst halt immer wieder neu auch, ja, neu looten und so. Das ist schon... Ich mag das. Also ich mag halt, wer hätte es gedacht, so grindlastige Sachen. Ich mag es auch in der Pokémon-Challenge mit Kevin. Stundenlang nochmal zu leveln. Ja. Ja, jetzt hab ich hab obvious auch nicht den Spot freigelegt jetzt für Tarnel. Oh oh. Guck mal jetzt, ihr habt gesagt, Movement kann er nicht. Auf einmal, Moving Gott. Ja, Tarnel, da werden wir uns aber Ewigkeiten ableveln, ey. So, gib mir mal einen Apfel. Und ich, naja, wobei die ganzen Restsamen habe ich auch schon gegessen. Das war gut gemoved.
Halt wirklich ein Pokémon mit diesem, mit so einer krassen Reichweite. Oh. Disziplinberg haben wir noch nicht. Wenn ich sie jetzt mitnehme, könnte ich aber noch andere Pokémon rein theoretisch rekrutieren, ne? Also das Team ist auf 6, ich darf 6 maximal mitnehmen. Okay, Moment, warte eine Sekunde. Magnetido 10. Sehr gut. Genau, ich kriege auch am Ende dafür Geld. True. Einfach one-hit. Aua! What the fuck? Ja, hab ich das auch gerade gedacht, ich hätte dieses Item nochmal mitnehmen sollen. Dodo! Oh mein Gott, Dodo braucht einen Apfel! Digga, Dodri wäre so cool. Vielleicht geht Dodri in die Savanne? Wir sind jetzt auch auf die 11, gut. Digga, das ist ein Boss. Dodo Level 11. Ja, ich hab Savanne! Hä, ich hab das Savanne gekauft! Ich hab das Savanne gekauft! Das heißt, wir haben Dodo im Team! Bro, wie cool! Dodo ist ultra geil! Ich sag ja, zum Glück habe ich gekauft. Ja, ja, war mir klar, dass ich es brauchen werde. Naja, vor dem Tod. Wie vor dem Tod? Hat sich das dadurch geresettet? Ich hab's, okay. Let's go, Anton! Leute, was ist das Boss-Pokémon nochmal? Anton, it's your time to shine. Wir laufen einfach mal zurück. Anton, sehr gut. Anton, weiter. Boss, Junge, 158. Bro, das ist der erfolgreichste, meine erfolgreichste Tour ever. Und Leute haben Anton runtergeredet, dass er nicht gut ist. Geht Stahlberg nur bis Ebene 7?
Ich glaube, das ging nur bis 7, ne? Neun. Okay, nee, dann raus. Yippie! Wir haben ein neues Teammitglied! Regenbogengummi. Belebersam. Es tut mir leid, Medite. Wir kriegen mal für dich 198 Euro. Und wir haben ein neues Teammitglied! Dodu! Guckt euch Dodu an! Das Pokémon verfügt auch noch über das Talent Item Heilkraft. Dodu soll ins Team! Yippie! Zwei Goldbänder. Ich krieg sogar zwei. Digga, 5k? 1000 Taubsamen. Ja, das hat sich gelohnt, glaube ich, hier der Dungeon. Und Voltoball. Versandorb, Erkenntnissamen. Das hier geht bis zur Third Gen, ja. Boah, ich freue mich richtig über Dodu. Weil ich finde, Dodu ist halt ein cooles Pokémon. Halt. Ja, es passt irgendwie so zum Squad. So, was haben wir? Yippie, yippie, yeah. Auch ein bisschen useless? Was? Dodu? Das finde ich jetzt nicht fair. Okay, was lagern wir ein? Viele Beeren, einen Großapfel, Mini-Belebersamen. Okay, Mini-Belebersamen vielleicht nicht so viele mitnehmen. Und John Mick, danke dir für 3 Monate. So, dann haben wir dann sogar 2 Goldbänder. Bin seit 25 Jahren Dodo-Hater. Nee, ich find's cool. Ich finde, wir haben echt gut Geld jetzt mittlerweile. Ja, ich finde es vor allem sehr, sehr geil, dass du nicht zugeschmissen wirst mit neuen Begleitern. War das mit der Ebene früher auch schon so? Kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Na, dann kümmern wir uns jetzt darum. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Quest. Um Papunga im Stillklamm. Oder sollen wir in die Illusionshöhle? Ja, dann interessiert mich jetzt schon nochmal. Ach, man kann immer nur 3 Pokémon mitnehmen.
Ja, okay, aber da muss ich halt schon sagen, dass Magnetilo natürlich mit der Ampelleuchte nochmal weitaus... Ja. Okay, ja, wir müssen schon mit dem Main-Team da reingehen. Dias, danke dir für 25 Mote. Team Beleber-Orb. Was geht denn jetzt ab? Dodo mit Piekser auch krass. Kenne ich gar nicht. Die Starter werden nach der Story getauscht. Ja, das stimmt schon. Hä, warum sind die so I? Also warum sind das so entspannte One-Hits? Ja, das wäre schon Quatsch. Jetzt halt nicht mit Evoli Anton die da Dings zu machen. Okay, ist das kein schwerer Dungeon oder was? Bro, Team Beleber Orb. Ganz kurz, ist das ein... Was ist das für ein Orb? Was macht das? Okay. Dungeon taucht auf, wenn man keine Belebersam-EDC mehr hat, gerne nachdem man besiegt wird und richtet sich nach dem letzten Dungeon der Schwierigkeit. Oh, dass du sozusagen ein bisschen so einen Aufbau-Boost bekommst. Ich verstehe. Ja, dann auf jeden Fall jetzt nicht verkehrt, dass wir das jetzt hier mal ein bisschen mitnehmen. Ich verstehe. Was ist hier drüben? Armin Savanne für Nidoran haben wir halt. Juhu, ein Ratzfratz. Ja, ich kann teilweise speeden, wenn ich laufe. Okay, nur 20 Minuten. Ah, okay, es ergibt Sinn. Nee, sehr cool. Danke, dass ihr mir das nicht direkt so verraten habt. Hammer. Also mit Ratzfratz. Oh. Und ein Flieh. Also hier muss ich ja die Items looten. Hier sind ja so gute Orbs. Basti lässt es liegen? Was? Ja, ich glaube, wir müssen hier alle Items einsammeln. Schön, dass auch andere Menschen Pokémon-Namen als Kind falsch gelernt haben. Ja. Hä, was ist los mit? Warum kann ich das nicht einsammeln? Habe ich volles Inventar? Ja.
Habe ich jetzt auch gesagt, 40 Beere im ersten weg. Belebersamen auf jeden Fall. Wichtiger. Und. Nee. Nee, wobei die Sachen sind alle Quatsch. Alright. Sehr gut. Illusionshöhle. Ja, sehr praktisch. Gut zu. Oh, Drachenrute. Eine TM. Ja, ratzfatz, lassen wir auch mal dem Team joinen. Schaden kann es ja nicht. Kanonenfutter. So in etwa, ja. Halt immer schon Feuerpost drin, bevor er da war. Stahlberg. Stärkebrause. Radfratz, nicht Ratzfratz. Leute, ich werde das nicht anders sagen. Ich werde es nicht anfangen, jetzt anders zu sagen. Ich glaube, jeder von euch kann das auch verstehen. Bro, wie viel Elixiere, wie gut. Real Talk gut. Mirapler war auch super ausgesprochen. Danke. Okay, sollen wir jetzt noch Story machen? Aber für die Story müssen wir. Wo müssen wir für die Story, in welchen Dungeon müssen wir da hin? Und was würde da vielleicht noch Sinn ergeben, vielleicht hier freizuschalten? Stillklamm. Okay, was gibt's da? Also. Kauf alle billigen. Hilpo, danke dir. Der K.O.-Orb, wie stark. Heulwald noch für Hunduster. Yes, good call. Aber sag mir das gar nicht so krass voraus, weil ich glaube, das ist schon fast ein bisschen zu viel. Heulwald?
Hä, wo ist denn die, das Vulcano-Ding? Klüftpatte, okay. Habe ich schon. Ich kann die ja so oder so unlimitiert. Also ich kann ja so viele kaufen, wie ich möchte, ne? Man ist jetzt nicht. Wobei, ich stand davon bei meinem Rang, dass ich nur eine bestimmte Anzahl von Gebieten haben kann. Stolino würde ich sehr, sehr gerne sogar mitnehmen. Okay, still, klamm. Checken wir es ab. Wir haben Big Inventory dabei. Mal sehen, ob wir weiterhelfen können. Void Skiller, danke dir für den Tattoo. Puh, hier geht's wirklich steil runter. Dein Freund Papunga befindet sich also hier in dieser Klamm. Ja, es tut mir leid, auch damit, euch damit zu belästigen, aber bitte helft ihm. Hey, das ist gar kein Problem. Packen wir Sandbasti. Ja, was? Augenblick noch. Was gibt's denn? Da wäre noch etwas. Dieser Ort heißt zwar Stillklamm, doch ganz so friedlich wie der Name vermuten lässt, geht es hier wohl nicht zu. Angeblich schläft in dieser Klamm ein... ein riesiges Monster. Monster? Ja, aber das sind nur Gerüchte. Doch da Tengolust ja auch nicht wieder zurück ist, hielt ich es für meine Pflicht, euch davon zu erzählen. Aua, mein Bauch. Tut das weh? Huch, was hast du denn bloß? Ich habe ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Aua, aua, aua. Wahrscheinlich habe ich heute Morgen etwas Falsches gegessen. Hey, Basti, du siehst auch ziemlich blass aus. Hattest du nicht das Gleiche gegessen? Dir ist bestimmt auch schlecht, oder? Mir geht's prima. Was soll das denn, Basti? Du musst mich doch unterstützen. Schließlich sind wir Partner. Wir sollten uns eigentlich blind verstehen. Warum regst du dich denn plötzlich so auf, Anton? Ich dachte, dir tut der Bauch weh. Wie... Ja, also, ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Zurück zum Thema. Von was für einem Monster sprechen wir da überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Schnuppe, danke für 6 Monate. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monster überhaupt existiert. Verstehe. Dann bringt es auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Ammenmärchen ist. Sorry, das war mein eigener Stream. Mein Freund Papunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Ja. Keine Sorge, wir passen auf. Janis, danke dir. Alright. Stillklamm. Ebene 1. Digga, was ist denn da links? Was geht denn da links ab? Was haben wir jetzt hier für Pokémon überhaupt? Oh mein Gott, I remember! Oh mein Gott! Der Kecleon-Laden! Man konnte hier auch klauen, aber der verfolgt dich. Oh mein Gott, ein Knuddeluff-Orb. Wir brauchen das. Hab zu wenig Geld. Ist man hier safe? Nee, nevermind.
Nee, der nimmt dich, glaube ich, so auseinander. Der one-hitted alles. Das ist so krass. Kannst Items verkaufen? Ja, was kann man verkaufen? Safe? Drei? Drei? Was würdest du mir für einen Apfel geben? Scheiß drauf. Der gibt mir einfach immer sehr wenig Geld. Gibt der für jedes Item immer 3? Ja, warum kommen denn da auf einmal 3 Stück? Mann, Junge, er muss jetzt hier gegen 3 Teddiosa alleine kämpfen. Der Arme. Ich habe das so vergessen, dass es halt diese mobilen Läden auch gibt. Das ist so krass. Ich wusste das halt früher auswendig. Oha, übertreibt mal euer Leben jetzt nicht gegen einen Hornio. Unfähigkeitsschal. Boah, wir gehen mal weiter, Leute, oder? Wobei, hier ist kein Pokémon. Ja, gut, wichtig, Apfel. Sehr gut. Eigentlich soll er sich die AP mal ein bisschen aufheben. U3, wir müssen bis zu U10. Okay, da sah es mir gerade nach einem etwas sehr großen Pokémon aus. Porenta. Cool.
Ey. Ja, Bro. Obvious werde ich es nicht dabei haben. Firnantor wäre auch heftig. Okay, aber den Spare-Apfel habe ich auf jeden Fall zu rekrutieren. Frostflockenhöhle, Level 15. Wow. Ja, aber ist vielleicht, ich glaube, es war kraftbar, dass wir das Pokémon jetzt, also dass wir kein Gebiet haben. Trotzdem hilfreich. Ich bin dir dankbar, Endorn. Ich bin dir dankbar für deinen Sub. Gibt immerhin auch EP eben. Ja, am Ende hilft er uns ja vor allem auch. Oh, jetzt Hunduster. Leute, jetzt vielleicht Big Pokémon für das Squad. Feuer-Pokémon. Ab jetzt können wir Hunduster hier sehen. Aua, mein Bein. Euros haut halt natürlich rein, ne? Apple per day. Oh, Janma. Digga, Magnetilo, pass auf. Let's go. Magnetilo auf die 11. Sehr gut. Und direkt hinterher. Wir selber auf die 12. Auch nochmal ein paar Brocken. Läuft doch sehr gut. Na, ich sag immer Magnetilo. Weil ich mir jetzt von allen Sachen erzähle, was ich immer so falsch ausspreche, Mann. Sehr gut. Milmo, danke für 13 Monate. Okay, U6. Wir kommen gut durch. Paras? Sehr gut. Boah, Hunduster gibt auch echt viel EP. So. Ja, moin. Entos ist einfach gestorben. Ich hab's nicht mehr richtig mitbekommen. Entos gar nicht so bad.
Early mit Aquaknarren-Konfusion. Ich sag's die ganze Zeit. Von mir will's aber irgendwie keiner hören. Ich habe leider keine Pfirsichbeere mehr. Ich hätte mir vielleicht eine aufheben sollen. Anton jetzt auf 13? Boah, okay, Anton ist jetzt echt krasser Head. Kratzfurie. I guess besser als Kratzer, oder? Nee, wobei. Lieber Kratzfurie? Ja, Zen-Kopfschuss halt auch. Weniger AP, immer. Okay. Oh. Okay, verstehe. AP-Sparner und es trifft mindestens zweimal. Also sind diese Dings-Attacken sind unfassbar stark, ne? Oder 40er hält der Haut. So, O7. Bro, und Duster tut mir leid, Alter. Erstmal hier komplett eingedingstet. Jedes Mal ein bisschen Hoffnung, dass er stehen bleibt. Sehr gut, sehr wichtig. Läuft sehr gut. Vielleicht der schlauste Move, jetzt da nach hinten zu laufen. Okay, nochmal eine Beere, auch gut. Also es tut mir natürlich auch ein bisschen leid um Schnäppke, aber ist auch den Samen nicht wert. Wir haben eh nicht das Gebiet. Ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee. Mann, kein Hunduster will zu uns.
Okay, ich checke. Kratzfurie echt besser als Kratzer, klar. Ja! Yippie! Level 14er Hundostar. Let's go! Darauf wollten wir hinaus. Wir haben die Ebene. Wir haben das Gebiet. Big. Sehr, sehr big. Und Level 14 ist unser stärkstes Pokémon. Ja, ist halt die Frage. Ist halt die Frage, welches Pokémon würde man halt jetzt in Zukunft zurücklassen? Digga, was hat er mit mir getan? Also wenn, können wir halt nur, ja, wir können ja nur Magnetido zurücklassen. Gar keine AP mehr, ne? Ich muss einen Äther ballern, ihr habt bestimmt recht. Mann. Ja, komm halt mit. Sehr praktisch, weil jetzt kann Paras sich um Dings kümmern. Ey, wirklich, diese Pokémon mit Absorber sind halt wirklich sehr, sehr, sehr strong. Absorber haut halt richtig rein. Ja, wir können Schnäppke jetzt da nicht helfen. Mini-Belebersamen, was kommt da für ein Pokémon? Weberack. Und wir sind auf der 10. Mit also einem riesigen Squad. Papungas Freund sollte sich hier irgendwo befinden, nicht wahr? Juhu, da bist du ja. Oh nein. Wir haben dich gesucht. Geht's dir gut? Ja, mir geht es gut, aber... Großartig, dein Freund wartet schon auf dich. Aber Tengulus ist noch da hinten. Was? Tengulus? Tengulus? Sorry. Lass uns nachsehen gehen. Oh nein. Oh nein, geht es dir gut? So sag doch etwas. Kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Bro, wie krass sieht dieser Shot aus. Von hier verschwinden? Was ist passiert? Es ist ja auf einmal stockdunkel. Ich kann gar nichts sehen. Da ist er wieder. Weich zurück! Er wagte es, meinen Schlaf zu stören! Bei Eindringlingen kenne ich keine Gnade und das gilt auch für euch.
Nein. Lass doch ihn in Ruhe! Tengulus ist verschwunden. Ich bin Zapdos, die Verkörperung von Blitz und Donner. Wenn ihr Tengulus retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Tschüss. Bro, da haben die aber auch einen rausgelassen, ein bisschen mit der. Nochmal ein bisschen mit dem Show-off. Zapdos, das ist also dieses legendäre Monster. Bastiert alle Aufträge im Dungeon still. Klar, erfolgreich abgeschlossen. Ich denke immer unten meine Taskleiste. Dingstet auf, immer unten. Regenbogengummi. Hornio scheint deinem Team beitreten zu wollen. Ja, komm. Komm ins Squad. Juppie. Hunduster. Oh, so gut, dass wir das Feuer geholt haben. Aber ja, das möchte ich halt auch wirklich irgendwie ins Team mit einnehmen. So. Können wir nicht mit ins Team aufnehmen. Hurra, gerettet! Ich bin ja so glücklich. Aber dafür steckt Tengulus jetzt in großen Schwierigkeiten. Erzähl uns doch bitte, was sich da genau abgespielt hat. Also gut. Tengulus entfachte mit seinen Blätterfächern Wind und befreite mich so aus der Felsspalte. Doch diese Winde rissen die Gewitterwolken entzwei und als das geschah, tauchte dieses Monster am Himmel auf. Das Monster? Es sagte seinen Namen. Sein Name sei Zapdos oder so ähnlich. Sagtest du Zapdos? Simsala! Zapdos ist eines der legendären Vogel-Pokémon. Es heißt, es sei vor langer Zeit in einen tiefen Schlaf gefallen. Also hat Tengulus es aufgeweckt? Nein, nein. Der von Tengulus entfachte Wind war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schließlich war ja bereits die dortige Windstille eine Abnormalität. Das muss von den Naturkatastrophen in letzter Zeit herrühren. Zapdos ist entzürnt, weil er aus seinem Schlaf gerissen wurde. Wir müssen Tengulus retten. Zapdos wird nicht leicht zu besiegen sein. Seine Elektroattacken haben es in sich. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden vorsichtig vorgehen müssen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir müssen Tengulus ebenfalls helfen. Was? Das ist viel zu gefährlich. Zapdos ist sehr mächtig. Gegen ihn könnt ihr nicht viel ausrichten. Hey, jetzt mach mal halblang. So schwach sind wir doch gar nicht. Und Angst haben wir vor diesem Zapdos sowieso keine. Nicht wahr, Basti? Aua, mein Bauch! Habt ihr schon einmal einen elektrischen Schlag abbekommen? Danach ist der ganze Körper taub und zittert. Mein Bauch. Zapdos ist richtig fies. Er verspeist euch ohne weiteres zum Frühstück, ist euch das klar? Ich hab keine Angst. Ihr seid ein Retterteam. Wir auch. Wir wollen Tengulus helfen. Also gut. Wie ich sehe, habt ihr jede Menge Mut. Ja. Unsere beiden Teams sollten getrennt den Donnerberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald wir kampfbereit sind. Angesichts der ungemeinen Stärke unseres Gegners sollten wir Vorsicht walten lassen. Ihr solltet euch ebenfalls gründlich auf die Reise zum Donnerberg vorbereiten. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Tengulus zu retten. Das werden wir. Ich kann es kaum erwarten. Basti, lass uns unser Bestes geben. Yippie! Sehr, 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 sehr gut. Alter, ist die Zeit wie... Also, die ist ja wie im Fluge vorbeigegangen. Leute, es hat mir mal wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute... Ich habe für meine Verhältnisse wieder noch mehr Sachen über das Spiel auch herausgefunden. Und hatte mit euch gemeinsam mal wieder eine wunderbare...